Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier beim zweiten Versuch, Minecraft Anno-Style aufzunehmen mit dem allerliebsten Roman. Ja, und ich fange jetzt an, mein kleines Häuschen mal anzufangen zu bauen, was ich nachher noch ausbauen werde. Ja, Zwischendurch immer wieder. ich befinde mich nicht am gleichen Ort, wo ich mich ausgeloggt habe. Das hat den einfachen Grund, dass der Server gerade abgekackt ist. Und ich bin nicht sicher, ob ich nicht vielleicht sogar schuld bin. Oh mein Gott. Was ist los? Naja, ich schuld. Ah. Nix Neues. Irgendwer muss es ja sein. Ja, Da ne? ich es nicht bin, musst du es sein. So, dann kommen. So, ich finde, das sieht schon mal ganz schick aus. Ich habe noch 60 Minutes left. Noch 60 Minutes left, okay. Ja gut, wir haben Bei jetzt mir schon kam noch um die nichts. 30 Minuten ja schon gespielt. Na klar. Ah, ich lasse das jetzt erstmal so, das gefällt mir eigentlich einigermaßen. Für den Rest ist jetzt der German Architect verantwortlich sozusagen. Für den Feinschliff. Genau. Und dann kommt die neue Baustufe. So, ich schau mal, was brauche ich jetzt hier von dem Zeug, was hier noch rumliegt. Mein Lapislazuli, mein Redstone. Gut, der Rest kann erstmal hier bleiben. Dann laufe ich jetzt mal zurück zu meiner Wohnung. Und baue da noch ein bisschen weiter. Warte, ich muss hier die Ebene wirklich noch ein bisschen bearbeiten, damit dann mein kleines Häuschen da reinkommt. Wie wollen wir es denn machen? Also prinzipiell würde ich ja irgendwann auch gerne so eine Art, ja, Brücke bauen. Dieses schwierige Wort ist mir gerade tatsächlich nicht eingefallen. Ja, nee, das würde ich auch gerne bauen, nur halt, falls man mein kleines Haus nahm. Würde ich so eine Art ziemlich coole Steinbrücke bauen. Ja, wir können auch erstmal eine Holzbrücke bauen oder sowas. Okay, ja wie. Oder gleich eine Wir können ja mal Steinbrücke. eine professorische Brücke bauen und dann die immer wieder verschönern. So, erstmal fahre ich jetzt zu mir. Ich muss mir auch einfach mal überlegen, wie ich da hochkomme. Irgendwie, da muss ich mir mal einen Weg hochbauen. Sehr gut. Wie kann ich das Haus bauen? Holzig halt. Ja, ich habe gar nicht mit der Holzstufe angefangen, sozusagen. Ich habe gleich mit Steinen gebaut. Ich habe es auch gleich ein bisschen ja, herrschaftlicher gebaut als jetzt so eine kleine Hütte. Aber es ist noch keine riesige Burg. Nee, das nicht, aber ich muss ja mal irgendwie beginnen, jetzt wo ich ja nicht Ja, klar. obdachlos bin. Das stimmt. Im Moment bist du noch obdachlos. Der Sir Mein. Rolli. Ich kann nicht Ohne ewig. Ländereien. Kann nicht ewig bei dir wohnen und ich meine. Die Nachbarn haben sich schon beschwert, dass du einen Untermieter hast und. Ja, das ist im Mietvertrag so nicht erlaubt, eigentlich einen Untermieter, ne? Und. Ich würde gerne bleiben, es ist nicht. Aber. Wie mein Idol schon sagt. You must ever go away. Ja, es war ja auch dein Lieblingschampion. Ja, ich mag die Officer Vi gerne, weil. Ah, ja, ich mag Meine. Neon Vi am liebsten Ich eigentlich. meine, weil nicht. So. Genau. Ja, vielleicht können wir nochmal auf ein Thema zurückkommen, Was sozusagen. wir letztes Mal angeschnitten haben. Genau, da hatten wir ja das Thema Verbreitung im Internet von ja, alle möglichen, eigentlich nicht nur Videos. Ja, von ja, was eben dein Chef sehen kann, bis bla bla bla.
Genau. Da hatten wir noch so ein Zwischenthema. Genau. Willst du noch ein Thema jetzt sozusagen anfangen, eins deiner Zwischenthemen? Ich würde mit deinem nächsten Part mit einem Thema, wenn du anfangen, dass ich nur so meine Themen sind, auch deine. Überlegen, wie ich das jetzt anfange. Hier ist noch lauter Zeug von dir übrigens, das musst du mal irgendwie abholen. Ich weiß, aber ich kann nicht immer das abholen und darüber schwimmen. Das stimmt. Das dauert ein bisschen immer. So. Ich sortiere erstmal mein Inventar. Vielleicht machen wir auch einfach mal ohne Folge. Dann sind wir vielleicht mal ein bisschen produktiver. Na, also das ist bei mir nicht das Problem, dass ich kann noch ein Thema vorschlagen. Okay. Dann mach du erstmal. Ja, also was mir halt so ja auf nicht so zwischendurch auffällt, gerade weil, naja, sagen wir so, es passiert einem noch ziemlich oft. Und mir ist es selber passiert, dass man halt, was soll ich sagen, also das Thema, was ich gerade sagen will, aber es mir nicht mehr einfällt. Das kenne ich. Ich habe gerade versucht, das zu umschreiben, damit es mir wieder einfällt. Obwohl, wir können auch über etwas mal Philosophien ist es jetzt nicht, aber über etwas uns mal Gedanken machen eigentlich. Zum Beispiel? Dass es immer nichts Schlimmes ist, aber trotzdem irgendwie was Interessantes sein kann. Zum Beispiel, wir haben jetzt also Jugendwörter wie YOLO, Swag und so weiter. Ja, ja, ja. Was dann die nächste... Also in den nächsten 10 Jahren, wo wir, sag ich mal, aus dem Ganzen draußen sind, was da für neue kommen? Bin ich durchaus recht gespannt, ja. Meine, sowas wie Babo und so, das war nicht mal irgendwie gedacht. Also, war irgendwie das Jugendwort 2000 irgendwas, 2013 oder so. Wobei, also was ich ganz kurz zu dem Thema sagen will mit Jugendwörter, das kann man auch so allgemein nicht sagen. Also das ist... Ja, ich werde natürlich angeschrieben in Teamspeak, diesmal bin ich es. Ja, weil ich nicht zurückgeschrieben habe. Oh, jemand möchte Geld spenden, okay. Okay. Das, da will jemand ein Sir werden. Okay. So, dann... So schier, aber das bleibt ja nicht so. Überlege ich hier sozusagen mal eine Stütze zu bauen. Für eine eventuelle Brücke dann schon. Hier. Gut. Die wird dann natürlich noch größer und so weiter. Aber es ist erstmal so ein erster Gedanke. Was natürlich auch noch in der nahen Zukunft interessant sein wird, ist, ob wir, sag ich mal, so in 10 Jahren überhaupt noch so vom Teamspeak sitzen. Ich habe gerade übrigens, in welchem Material würdest du denn später bauen? Ganz, also ich weiß, es ist gerade blöd wegen deiner Frage. Ich rede da gerade wieder komplett vorbei. Sehr klar. In welchem Material würdest du denn später bauen, so von Stein her? Würdest du auch in diesem Steinziegeln bauen oder? Also ich habe einfach vor, aber ich würde eventuell sogar jetzt dann vielleicht auch auf Cleanstone gehen. Okay, aber mit Cleanstone passt das auch. Dann baue ich das mal nicht aus Cobblestone hier. Sondern aus... Wobei, warte mal, das ist ja gerade egal hier. Das ist ja nur die... Ich hole mir erstmal Material. Kannst ja auch mal Vote Yes machen. Das wäre cool.
Dann hätten wir wieder Licht. Wenn wir die ganzen Sachen suchen. So. Bam. Und mal wieder sind die Shader aus. Vermutlich auch so in der letzten Folge. Bei mir sehen sie auch gerade aus. Aber mir unabsichtlich, der macht das immer wieder aus. Er hat aber auch einen keiner in der Folge, gell? Dass ich 110 Abonnenten und nicht einer erinnert dich daran. Oh, naja, das ist halt immer wieder so, ne? Das ist. Da brauchen die mich auch nicht in der Folge dran zu erinnern. Das ist halt immer wieder das Gleiche. Ich mir auch immer so. So, und durch die Steine erstmal wieder weg. Zum Beispiel mal bei einer Fußballfolge bei mir so. Da war es wirklich. Ich sag schon noch in der Folge, ja, okay, ich laufe einfach nicht mehr mit dem Torwart raus, dann passiert doch nichts mehr. Was kriege ich als Kommentar? Wenn du nicht mit dem Torwart rausrennst, kannst du doch nicht so leicht ein Tor kassieren. Ach geil. Das sind wenigstens aufmerksame Viewer, ne? Das ist, hat auf jeden Fall was. Ja. Marian will Stress, habe ich gehört. Ja. Ich sag mal so. Man muss nur einen Befehl eingeben und der kommt hier nicht mehr rauf. Ja, das ist relativ einfach für uns. Das stimmt. Na, wie macht man das hier jetzt? Keine Ahnung. Keine einzige Folge mehr, es hat vier Folgen schon. Schaut mich mindestens einmal an. Macht er das jetzt aus Absicht oder so? Ich weiß es nicht, aber mir geht's mega auf die Eier mittlerweile. Was hat er jetzt geschrieben? Ja, sein Name ist schwer zu schreiben und ich kann ihn halt schlecht aus der Laut sehen. What? Gut, das geht auch alternativ. So. Ich glaube, das Letzte, was wir mittlerweile auf YouTube verbergen müssen, ist unser Namen. Dafür ist es ein bisschen zu spät. Dafür haben wir schon viel zu oft gesagt. So, ein Hörer mache ich mal. Und es wäre nicht auch nur wichtig, dass niemand meinen Nachnamen so leicht erfährt, obwohl ich den auch schon draus habe. Weil ich Scheiße gebaut habe. Und der Part jetzt schon so viel Aufruf hat, dass ich ihn löschen würde. Nachnamen vertuschen bei dir ist recht sinnfrei, auf jeden Fall. Ja, aber kann nicht keiner schreiben. Das stimmt allerdings. Alter, mein Leiter da, der hat das vor sich den Namen vor mir liegen und schafft es noch, den Fall zu schreiben. Ja, er macht einen cool. Fehler, bemerkt den einen Fehler, den anderen aber nicht. Ich sitze da und dachte so, soll ich sagen? Ach scheiß drauf, steht eh nicht in meiner. Wir waren jetzt essen. Und wurden auch wieder sehr, sehr interessant geschrieben. So? Naja, aber ich buchstabiere es jetzt mal nicht. Machen wir später. Na gut, kommt auf an, ich weiß nicht, wie man genau den Namen ausspricht. So. Was ist das jetzt hier eigentlich? Au! Runtergefahren, ich bin schlau. Genau. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Das war, glaube ich, der eine, der spenden will, wenn ich richtig das jetzt vermute. Ich kenne ihn trotzdem nicht. Ja, das ist auch ein neuer.
Wundert mich eigentlich, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da unbedingt einer spenden will. Na gut, manche sind halt auch so, die sagen sich, hey cool, da kann man den Sir kriegen. Ja, oder ich weiß nicht, ob der das überhaupt weiß, aber ich meine, es gibt halt so Leute, die da halt auch so sind, dass die mal da, auch wenn es nur kleine Summen sind. Ich meine, da war ja auch mit dem Preaky damals, auch wenn der dann am Ende nicht wirklich gespendet hat, aber er hatte zumindest die Bereitschaft dazu. Sozusagen. Gut, ich habe mal jeden selbst überlassen, wie gesagt, das mit dem Spenden. Jo. In der Tat, wir haben niemanden gezwungen. Dann wäre es ja auch nicht spenden, sondern dann wäre es ja Mitgliederbeitrag nehmen Lösegeld. Oder so. Lösegeld, genau. Eine gute Lösegeldforderung. Hinten noch ein bisschen Licht. Ah. Fürs Vorübergehende wird das reichen für die nächsten Erfolgen. Okay. Tja, was haben wir vielleicht noch als kleines Thema oder sowas, was jetzt nicht so ewig dauert? Ja, Baby, tschüss. Ja, also als kleines Thema so allgemein könnte ich dich ja mal fragen, wie du die Zusammenarbeit mit mir findest. Das können wir auch machen. Mir ist aber auch gerade was anderes eingefallen, aber das können wir auch machen, ja. Also, erstmal prinzipiell an alle, die es vielleicht jetzt nicht unbedingt wissen. Wir arbeiten ja bei weitem nicht erst zusammen, seitdem du bei BBK Let's Play bist. Also, nee, ich meine... Sondern ja schon auch eine ganze Weile länger. Wir haben ja, also das erste Projekt, wo wir uns halt kennengelernt haben, war ja... Land of Clans. Wir haben dann hier LOL zusammengespielt. Unsere erste gemeinsame Let's Play-Serie. Und seitdem hat es irgendwie immer weitergewandelt, dass man automatisch Spiele für den anderen auch mitgesucht hat. So. Ja, klar. Also wir hatten dann auch zwischendurch immer mal so, also auch während LOL lief, hatten wir immer mal so zwischendurch kleinere Sachen. Wir haben mal Plants vs. Zombies gespielt. Und sowas, ja. Weil ich auch mal... Na gut, nee, das mach ich danach, wenn wir damit fertig sind. Also ich... Alleine daran, dass wir schon halt ziemlich lange zusammenarbeiten, ich denke mal, daran sieht man, dass ich auch gerne mit dir zusammenarbeite, sonst würde ich das ja auch nicht machen. Ja, sozusagen. Wir machen es ja wirklich, also wir machen auch mittlerweile auch nicht mehr so wie früher, so am Anfang so zufällig, da, sondern wirklich, wir treffen uns ja schon wirklich auf Punkt und Satz, eigentlich. Ja, klar. Und das Schöne an dir ist halt auch, das ist einer, auf den man sich verlassen kann. Also, es gibt halt auch viele coole Typen, die jetzt vielleicht auch ein bisschen geilere Stimmen noch haben. Also, sowieso alles subjektiv. Aber du weißt, was ich meine. Naja, ich habe jetzt nichts gegen deine Stimme, aber es gibt halt einfach Leute, wo du denkst, eine Stimme hätte ich gerne. Manche, da. Aber das sind auch so Leute, oft. Die würdest du in echt nie erkennen, weil die in echt auch irgendwie so anders in der Stimme sind. Auch noch so was Weicheres haben, nur halt, die haben irgendwie so eine geile Mikrofoneinstellung auch noch dazu, dass die ihre schon geile Stimme richtig vergeilen eigentlich, so richtig, wie nennt man das oft, so eine Moderatorenstimme oder so. Ja, stimmt. Gut, also... Auf jeden Fall, das Gute bei dir ist halt, wie gesagt, dass man sich auf dich verlassen kann. Also wenn man sich da was ausmacht, was aufnehmen will oder ein Projekt plant, dann weiß man halt bei dir auch, dass du bis zum Ende dabei bist. Und halt nicht so, wie es leider bei manch anderen Leuten ist, die halt auch an sich coole Typen sind und sowas, aber die haben halt einfach kein Durchhaltevermögen, was sehr, sehr schade ist. Bei mir ist das natürlich auch immer so, ich bin halt immer zum Ende dabei, weil ich mache halt auch noch Projekte, also zur Zeit, von denen ich halt überzeugt bin. Ja. Und wenn ich von etwas nicht überzeugt bin, fange ich es oft gar nicht an oder ich fange es einmal schon still, im Stillen und Leisen an. Aber ich habe mich schon jetzt ein, zwei Projekte mal aufgenommen, so zwei, drei Parts, nur halt keine Motivation, das weiterzuspielen. Also man muss sich halt wirklich schon von selber hinsetzen und sagen, jetzt nehme ich auf. Ja, klar. Das geht bei Minecraft im Moment ziemlich gut oder bei meinem World of Warcraft. Geht's auch ziemlich gut, weil bei World of Warcraft will ich langsam auch die 100 erschlagen bei dem einen Projekt.
Ich mache jetzt so damit, eine Mischung aus beiden so. Ja. Damit wären wir auch so ein bisschen noch bei einem Thema, was ich nochmal ansprechen wollte. Also, wir machen das natürlich, weil es uns Spaß macht und sowas. Also trotzdem natürlich immer schön, wenn man so ein bisschen merkt, ja, den Leuten macht es auch Spaß. Die schauen gerne zu. Sieht hier irgendwie scheiße aus. Naja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Hast du gerade mein Haus beschrieben? Was? Hast du gerade mein Haus beschrieben? Nein. Aber wer ich baue ein bisschen an einem Brückenpfeiler hier gerade oder versuch's zumindest. Ja, leider kann ich davon nichts sehen. Auch den müsstest du sehen können, der ist links von meinem Haus. Oh, links, okay. Und davon welches links? Obwohl, ich glaube, ich sehe da was, ja. Ja, müsste schon passen. Ja, also ich bin gerade noch am stilmäßig überlegen. Was ihr beim Texture Pack geil findet, wenn ihr das ja auch mit mir The Walking Dead gespielt. Ja. Und oft, wenn es so dunkel war, wenn du dich erinnern kannst, war es auch immer dieses leicht graue. Also wenn man ja, so in der Nacht war. Ja. Da finde ich, schade, dass das nur so immer ganz kurz ist hier, weil das hat richtig so dieses Survival-Feeling so. Irgendwie klingt meine Musik gerade ein bisschen komisch, aber naja. Bei mir ist alles normal, Gott sei Dank. Einmal, dass ich keine Probleme mit dem Media Player habe, ist ja ein Wunder. Nochmal kurz das nächste Lied. Da habe ich mit dem VLC-Player Probleme. Den benutze ich gar nicht. Ich habe mal benutzt für irgendwas, ich weiß nicht mal genau. Ich konnte mal irgendwelche Dateien nicht anders abspielen. Aber ich weiß nicht mehr genau, was es war. Das war komisch. Wow. Nee, ist gerade bei dem Musikstück auch. Hä? Aber weißt du, was ich sagen muss? Was denn? Ich weiß nicht, ob das dir auch schon mal gemerkt hat, aber wenn man zum Beispiel dich und Ferdi so auf die Schnelle kennenlernt, so wie ich bei Land of Clans, klingt auf den ersten Moment wirklich so, da bist du mehr so zu Ferdi hingezogen, weil er irgendwie so ein bisschen sanfter und nicht so hart manchmal klingt. Von der Stimme her meinst du jetzt alleine, ja. Ja. Stimmt. Nee, Ferdinand hat wirklich eine sehr, sehr schöne Stimme. Auch ein bisschen neidisch, aber ihm fehlt halt auch so ein bisschen das Organisatorische. Das Durchhaltevermögen auch so oft. Also gerade bei Sachen, die ihm Spaß machen, er macht's gerne. Er hat oft so Motivationsschübe gehabt, hat er aufgenommen, hochgeladen. Da dachte ich so, krass, DC zum Beispiel. Das ist dein Mikrofon oder beziehungsweise Teamspeak, was hier so komisch klingt. Das ist gar nicht die Musik. Ja, das ist mit meinem Mikrofon. So irgendwie schlimm. so immer so irgendwie so, keine Ahnung. Ich kann mal eventuell irgendwie näher gehen oder so. Keine Ahnung. Nee, das liegt an irgendwie am Teamspeak wahrscheinlich gerade. Aber. Weiß nicht. Ich kann mir raus und rein mal kommen. Im Teamspeak. Nee, das geht jetzt schon. Nein, ja auch so, dieser Brückenpfeiler, die Parts, die zum Beispiel Pferde gemacht hat, die waren ja wirklich ziemlich gut kommentiert sogar. Ja, klar, auf jeden Fall. Der Junge hat auf jeden Fall auch Talent. Na, es ist schade. Man kann mir auch nicht so wirklich drängen, weil als Head of Clans kam auf die Aussage, ich habe Parts aufgenommen und nur noch nicht gerendert. Ja, nee, schade. Bräuchte dann, wenn dann auch irgendwie so eine Lösung mit möglichst wenig Aufwand, das stimmt schon. Ja. Wobei, ich glaube nicht mal, dass das liegt nicht mal am Teamspeak, das ist beides. Das ist so die Musik als auch. Ich hoffe, dass mein eigenes Mikrofon nicht auch davon betroffen ist. Du hast zum Beispiel einen typischen Internet-Lag, aber so hast du nicht nichts. Keine Ahnung, nicht, dass die Soundkarte jetzt langsam kaputt geht. Also ich habe gar keine Soundkarte, ich habe so die interne halt, die auf dem Mainboard ist, ne? Okay.
Komisch halt. Sehr, sehr komisch, auf jeden Fall. Aber wie lange arbeiten wir eigentlich schon zusammen? Ach ja, ich. Verdammt, das ist jetzt wahrscheinlich schon. Also. Boah, Alter. Letztens war theoretisch dein Jubiläum oder sowas sogar ein Jahr. Ich kann nochmal gucken. Moment. Stimmt, ein Jahr, da war der Land of Clans Start eigentlich. Also auf der noch nicht existierenden neuen Internetseite stehst du als dabei ab dem 21. April 2014 bei BWK. Das ist sogar schon also, April gewesen. Stimmt, ja, das kann gut sein. Das war das Hochladedatum deiner ersten Folge auf BBK Let's Play. Das stimmt. Und ich weiß ja noch, letztes Monat, also da im, von dem im nächsten Monat, glaube ich, oder so, hatte ich, glaube ich, mir sogar meine WoW-Pause gegönnt. Da habe ich so viel vorproduziert, aber meine WoW-Pause gegönnt. Das weiß ich noch. Das kann sein, ja. Das war ziemlich krass eigentlich alles. Da habe ich eine ganze Nacht wirklich produziert. Heißt allerdings auch, dass dein WoW-Projekt im Endeffekt jetzt ein Jahr alt ist, ne? Ja, also ich sag mal so, war halt kurzzeitig mal abgebrochen, kurzzeitig war ich wieder mehr auf meinem Kanal aktiv und so. Ja, gut, jetzt nicht durchgehend, das stimmt schon, aber prinzipiell. Manchmal hat es auch einfach einen an der Motivation gefehlt. Ja. Dann irgendwann natürlich hat man sich auch. Der eigene Kanal ging da immer vor. Jetzt ist ja BBK mein eigener Kanal, also es ist natürlich jetzt, so denke ich jetzt auch natürlich auch genauso, nur halt das bei BBK. Ist auch schön, dass du so denkst, auf jeden Fall. Nee, klar, das hat, also natürlich, wie gesagt, also aber selbst dieses Datum ist halt noch nicht eigentlich das Datum, seitdem wir zusammenarbeiten. Einfach nochmal. Man kann sagen, ich habe das nochmal irgendwie so in den Raum reingeworfen. Du warst halt nicht abgeneigt und ich habe es dann halt mal versucht. So. Was genau meinst du jetzt? Ja, halt mit dem auf BBK auch ein Projekt mal zu machen. Ja. Das war, glaube ich, sogar zu einer Zeit, da hatte ich 3-4 Projekte am Laufen am Tag. Das stimmt, da warst du irgendwie so richtig extremst aktiv. Und da habe ich halt wirklich oft nicht mehr den Platz für WoW gefunden. Zumindest. Gefunden schon, aber weiß nicht, das war da irgendwie zu viel, keine Ahnung. Und irgendwie dachte ich mir so, ja, sagst du das mal aus Spaß? Also schon irgendwo in der Hoffnung, ich sag mir immer Sachen aus Spaß, ob damit die in Ernst gemacht werden. Zum Beispiel, Max, kaufst du mir eine Grafikkarte? Ich sag's ihm Spaß, wenn du aber ja sagen würdest, würde ich auch nicht nein sagen. Das ist der Unterschied. Und ja, dann kam eines zum anderen. Ich wurde dann, wir haben das dann mit den Admin hinbekommen. Und. Ach, ja. bei YouTube jetzt, ja, das stimmt. Dann habe ich sogar einmal mein, also. Dann kam sogar an der Zeit, da hat Ferdi kurz wieder aufgenommen, als ich die ersten Parts hochgeladen habe. Weil kurzzeitig hatte ich da den Freitag. Dann kam Ferdi zurück, dann habe ich auf den Samstag, glaube ich, schieben müssen. Kann sein, ja. Da war irgendwas, also. Aber das war nicht das Problem. Aber es einen Tag früher oder später war nicht mehr egal. Das war ein 3-Tage-Projekt, wie es halt auch zu der Zeit war, wie wir wieder mehr Leute auf dem BBK-Display-Kanal waren. Ja. Nur da kam halt nur das, also kam nichts anderes mehr. Und jetzt muss ich sagen. Habe ich mich zum vollen Mitglied hochgeschlafen. Ja, halt über den Umweg sozusagen mit Martin und Thomas, was sich ja mittlerweile auch wieder erledigt hat. Ja, sozusagen zumindest als vollwertiges BBK-Mitglied zumindest, nicht mehr. Als Kanalmitglied kann man fast ja sagen. Ja. Weil wie gesagt, also bei mir war schon oft so der Gedanke zu BBK zu wechseln, weil es war halt so, im Grunde, wir beide haben schon die ganze Zeit zusammengearbeitet. Du halt irgendwie diesen Moment zu finden, wann man den Wechsel macht. Und ich muss sagen, es war halt auch nicht leicht, weil ich habe im Grunde auch starke Videos liegen lassen, im Grunde.
Ja, na gut, die du ja jetzt allerdings auch nicht gelöscht hast. Nein, also aus Aber es Prinzip stimmt nicht. schon, ja. Das ist meine Vergangenheit und ich. Und wer weiß, ich sage mir immer so, vielleicht, wenn es mal wieder der andere kommt, mache ich vielleicht sogar mal wieder ein Projekt auf Dings und mache es halt so, wie ich es halt früher gemacht habe, nur halt umgekehrt. Ist alles. Klar. Das ist halt soweit meine Freiheit im Grunde. Also, ich habe doch einen Kanal, der immer noch ziemlich gut läuft, komischerweise. Meine vor einer Naja, Woche. ist immer noch hier verlinkt auch. Ja, nee, er hat doch jetzt, er hat jetzt wieder 4 Abos gemacht. Also. Ja. Ich hoffe doch, dass sie manchmal auch das Informationsvideo lesen. Ja, Ja, ne, und. das ist halt die Sache irgendwie bei unseren Kanälen. Wir sind jetzt eher so im unteren Teil jetzt, was den Erfolg anbegeht. Aber wir haben den Erfolg halt teilweise halt auch zeitversetzt. Also die Videos werden natürlich die ganze Zeit angeschaut. Und Eben. nicht nur, wenn die rauskommen. Und das ist halt bei so einem Kanal noch schlimmer. Das ist halt ein bisschen auch das Problem, dass man teilweise, wenn man ein Video gemacht hat, erstmal nur 3 Aufrufe oder sowas teilweise hat. Und die dann halt erst viel, viel später auf ein einigermaßen vernünftiges Maß von Das Aufrufen Orakel kommen. ist das beste Beispiel. Das letzte, zum Beispiel mit dem Barcelona gegen Bayern. War sehr lang los auf 30 gerade mal so. Match war. Über 200. Vielleicht sogar jetzt schon über 300. Das könnte sogar sein. Orakel ist nicht stark. Ich muss sagen, Orakel ist so eine kleine Marktlücke in diesem ganzen YouTube. Erstens, natürlich, man kann den Titel wie ein Arschloch gestalten. Aber ich bin der Meinung, ich mach's auch. Aber ich schreibe auch am Ende dazu, dass das FIFA ist und doch Orakel mittendrin noch rein. Ja, klar, Und. also ist jetzt eigentlich nichts irgendwie, was Ich bin der Meinung, böse also wäre. andere machen das sogar noch schlimmer. Also ich bin da noch ziemlich ruhig und ja, ich meine im Grunde sonst, sag ich mal, erlaube ich mir das ja eh nicht. Gut. Aber wir müssen auf in den Part. Ja, ich weiß. Also ich finde das wirklich sehr interessant hier auch mal. Ich glaube auch, dass das für den einen oder anderen Zuschauer interessant sein Der könnte. eventuell mal überlegt über einen Community-Kanal. Also bei einem. Genau. Ja, mit dem Partner, so wie du und auf, du mit Lerunda am Anfang. Ja, das ist halt, ja, genau. Da sage ich jetzt aber nicht mehr viel zu. Die Folge ist wirklich vorbei. Genau. Irgendwie mein Sound klingt sehr blöd. Ich entschuldige mich dafür auch nochmal. Aber ich kann es gerade nicht ändern. Gut. Aber trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao.